Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Experten beraten. Heute stelle ich euch den Audio Receiver von Aukay vor. Viel Spaß! So, dann kommen wir mal zum Unboxing von diesem Audio Receiver. Wir packen das Ganze wie immer einfach mal aus. So. Das ging relativ schnell. Dann haben wir hier direkt einmal den Audio Receiver. Der ist auf jeden Fall kleiner, als ich gedacht habe. Ich hätte mir den jetzt ein bisschen größer vorgestellt. Wir gucken mal, was da noch so drin ist. Hier unten verbirgt sich noch was. Nochmal so ein kleiner Kasten. Da haben wir zwei Kabel, einmal eine Klinkenkabel, um das Ganze mit dem Auto zu verbinden, und dann denke ich nochmal einmal etwas, um das Ganze mit dem Handy zu verbinden. Es sieht zumindest stark danach aus. Zusätzlich haben wir dann hier noch einmal die Anleitung und wie immer eigentlich eine Garantiekarte. So, das war's zum Unboxing. Jetzt erzähle ich euch nochmal, was das Teil hier überhaupt kann, beziehungsweise was das überhaupt ist und einfach ein paar Features generell. Bis gleich. So, dann erkläre ich euch mal, was dieses kleine Gerät hier überhaupt ist, beziehungsweise was es kann. Das ist auf jeden Fall relativ einfach erklärt. Es ist halt, wie ich schon gesagt habe, ein Audio-Receiver und man kann das Teil einfach mit Notebooks, Tablets oder sogar im Auto verwenden, um über sein Handy die Musik zu steuern, die über das jeweilige Gerät wiedergegeben werden soll. Das heißt, man hat hier einmal so einen Klinkenstecker, kann den einmal hier reinstecken und dann kann man dieses andere Teil zum Beispiel ins Notebook packen, ins Tablet oder, wie es auch vom Hersteller empfohlen wird, ins Auto, ja, sofern man da einen AUX-Anschluss zur Verfügung hat. Und dann kann man einfach die Musik, die im Auto gespielt werden soll, über dieses Gerät bzw. über sein Handy steuern. Man hat hier einmal mehrere Funktionen. Und zwar kann man hier einmal lauter und leiser machen. In der Mitte kann man jetzt speziell fürs Auto sogar Anrufe annehmen bzw. ablehnen. Und hier natürlich nochmal mit den seitlichen Knöpfen die Songs nach rechts oder nach links bzw. einfach den Song wechseln, ja. Dann haben wir hier nochmal ein etwas längeres AUX-Kabel, einfach, ja, dass die Distanz so ein bisschen erhöht wird, ist auf jeden Fall auch relativ praktisch. Und dann haben wir hier noch einmal ein Kabel, um das Gerät aufzuladen. Das hat nämlich einen integrierten Akku, der ungefähr 100 Stunden im Standby hält, das verspricht zumindest der Hersteller. Und ja, man braucht natürlich noch einen Stecker, wo man das USB-Kabel reintun kann, beziehungsweise wenn man einen USB-Anschluss im Auto hat, kann man das natürlich auch direkt im Auto aufladen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Das Einzige, was man dazu jetzt noch sagen kann, ist, dass es wirklich, ja, für alle Handys zur Verfügung steht, beziehungsweise es kann mit allen Handys bedient werden, logischerweise, also Apple, Samsung, Huawei. Ich weiß ja nicht, was es noch alles so für Handysorten beziehungsweise Marken gibt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, beziehungsweise den Kanal abonnieren, beziehungsweise unbedingt auf unserer Website vorbeizuschauen. Da haben wir uns das Produkt nochmal ein bisschen genauer angeguckt und auch noch andere Produkte mit diesem hier verglichen. Wenn ihr das sehen wollt, schaut da unbedingt vorbei. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss.